Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr am Titel des Videos schon gesehen habt, ist mein heutiges Video endlich wieder ein Fashion Haul. Juhu! Ich hatte ja vor ein paar Monaten schon mal ein Video in Zusammenarbeit mit Boohoo gemacht. Und auch dieses Video ist wieder eine Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Boohoo. Ohne Spaß, ich bin seitdem ich das erste Video gemacht habe, so obsessed. Ich glaube, ich habe seitdem bestimmt dreimal schon bestellt. Ich habe eine Freundin, die ist auch richtig hooked. Also ich glaube, sie hat locker bestimmt schon 8 oder 9 Mal bestellt. Und das Gute an Boohoo ist in diesem Zusammenhang, dass es kostenlosen Versand und Rückversand nach Deutschland gibt. Das ist natürlich mega geil. Und nicht nur der Versand ist top, sondern Boohoo hat eine Kampagne, die heißt All Girls. Und All Girls bedeutet, dass es halt Klamotten im Prinzip für alle gibt. Sei es, dass ihr halt petit oder tall oder wie ich zur Plus-Size-Kategorie gehört. Für alle Körpertypen hat Boohoo gesonderte Kollektionen, die halt von den Schnitten her echt so gemacht sind, dass sie richtig cool aussehen, aber halt trotzdem passend. Ich zum Beispiel als Plus-Size-Girl habe zwischendurch halt das Problem, dass in den Plus-Size-Läden immer alles nach Oma aussieht und das ist halt gar nicht der Fall. Auf jeden Fall sind die Sachen halt echt super modern und stilgerecht und man fühlt sich halt nicht wie Mitte, Ende 60. Und ja, natürlich habe ich auch dieses Mal wieder einen Discount-Code für euch. Und zwar dieses Mal noch fetter als beim letzten Mal, denn ihr bekommt sage und schreibe mit meinem Code Julina55, ihr habt es erraten, 55% auf die komplette Website von Boohoo. Ganz wichtig, weil beim letzten Mal ein paar Leute gefragt haben, dieser Rabattcode gilt natürlich nur für nicht reduzierte Artikel. Also Produkte, die generell schon im Sale sind, werden nicht noch weiter reduziert, aber die sind meistens eh schon 50% reduziert. Dementsprechend habt ihr jetzt echt die Chance, auf alles, was ihr wollt, richtig fette Rabatte zu bekommen. Und ich finde 55%, also ich finde, mehr geht jetzt halt auch irgendwann nicht mehr. Aber ja, genug gelabert. Ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar mit dem ersten Outfit, was ich schon direkt anhab. Ta-ta-ta-ta. Und zwar trage ich als erstes eine schwarze High-Waist Skinny Used Look Jeans. Und die sitzt wirklich auf Bauchnabelhöhe. Das ist super, super angenehm. Wenn ihr wie ich so ein bisschen mehr hier habt und das ein bisschen kaschieren wollt, die ist auch so leicht stretchy. Doch schon. Und Florian hat sie sogar schon einmal in Trockner geschmissen und ich komme trotzdem noch rein. Also sie ist nicht eingelaufen. Definitiv, was die Qualität angeht, Top-Daumen dafür hoch. Und dieser super schöne, Leute, ich glaube, das hier wird mein neues Statement-Piece, so ein Long-Cardigan, frag mich nicht. Ist auf jeden Fall super, super schön, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde, das ist halt auch super tragbar, so weil da kann man immer noch eine Jacke drüber ziehen und es wird nicht zu dick. Aber das Ding an sich ist halt nicht zu warm, es noch in Räumen jetzt im Winter beheizt anzuziehen. Also definitiv gefällt mir sehr, sehr gut. Als nächstes haben wir dieses taubenblau-graue T-Shirt und das fand ich halt super cool, weil das hier so 2 Striemen hat und so einen ganz leichten, dezenten, indirekten Choker macht. Natürlich könnte man das halt auch irgendwie ohne noch das Top drunter anziehen, aber weiß man halt, also je nachdem, wie viel Dekolleté ihr zeigen möchtet. Ich mag solche T-Shirts halt total gerne, weil es halt ein bisschen mehr ist als so ein stumpfes Basic-T-Shirt, aber trotzdem halt noch bequem. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin so hardcore aufgestylt, weil zwischendurch zur Uni oder so habe ich halt keinen Bock, irgendwie rumzulaufen wie too much oder so. Hiermit fühle ich mich halt auf jeden Fall noch super chill, aber trotzdem hübsch. Ohne Spaß, ich glaube, das nächste Top hier, dieses Longsleeve schwarze Shirt mit den Strebbels, nennt man das so? Ich nenne es so. Wird eins meiner absoluten neuen Statement Pieces. Das hier ist so weich und so bequem und so chillig, aber trotzdem selbes Ding, natürlich ohne, kann ich das so runterziehen oder sieht das denn voll bescheuert aus? Ja. Theoretisch so hat man halt voll den schönen Ausschnitt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und das Ganze habe ich auch noch in einer anderen Farbe und das zeige ich euch jetzt. Ta-da-da-da. Das hier ist das Ganze in so einem Rosé. Das finde ich super, super schön. Ich glaube, ich würde aber halt echt einen anderen BH hier drunter anziehen und das Schwarze nicht. Größe passt super. Ich finde halt, man kann sich bei Boohoo voll gut selber einschätzen. Ich trage zum Beispiel in den Oberteilen eine 46 oder 48 und in den Hosen eine 44. Und eigentlich passt das auch immer ganz solide. Das hier ist im Prinzip offensichtlich, aber das finde ich halt ein ganz süßes Detail, dass man halt im Prinzip hier mit so ein bisschen spielen kann, wie weit man das halt auf- oder geschlossen haben will, je nachdem, worauf man halt gerade Bock hat oder wo man ist.
Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten Teil. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil ist diese Jacke? Also mindestens 3 Millionen. Leute, diese Jacke ist so geil oversized. Ich habe hier eine 48 bestellt und 48 ist normalerweise so ein bisschen, ja, bequem. Die T-Shirts waren zum Beispiel gerade auch in 48, oder? Waren die 46? Die T-Shirts waren 46, okay. Die haben gut gepasst. Das hier ist jetzt eine 48 und halt super hardcore oversized. Und das Geilste ist, ohne Spaß, ich hätte hier noch locker Platz für einen Pulli drunter. Kann mich uneingeschränkt bewegen. Und ich glaube, viele Plus-Size-Girls kennen das Problem, dass wenn man halt in Jacken drin ist und man denkt sich, cool, ich habe reingepasst, aber wenn ich jetzt auch nur einmal aufatme, dann platzt die Jacke. Das hat man hiermit halt auf gar keinen Fall. Und Oversize heißt nicht nur, dass Plus-Size-Leute normal reinpassen, sondern Oversize heißt tatsächlich, dass man reinpasst. Mein absolutes Highlight dieser Jacke, ich meine, ihr seht es, sind diese Bänder aus Samt, die so ein bisschen wie Piercings so reingeschnürt wurden. Die sind halt sowohl an den Ärmeln als auch hier unten. Und ich finde es richtig cool, das ist halt voll das Statement. Man hat halt einfach voll den Eyecatcher. Und ich finde es voll cool. Ist mega der Hingucker. Gefällt mir richtig gut. Das hier ist die nächste Jacke. Und ist die nicht fett? Okay. Leute, ich höre den Joke schon. Plus Size Jolina. Die Jacke ist fett. I get it. Diese Jacke gefällt mir einfach bombastisch. Die ist so plüschig von innen. Also die hat von innen komplett dieses Niki-Fell. Und ist einfach so weich. Ich würde am liebsten gar nichts drunter anziehen. Und ich finde halt auch offen, weil die halt diesen leicht Biker-Style hat, sieht die total geil aus. Gerade halt auch, weil das alles so ein bisschen in einer Farbfamilie ist, mit den rosé-goldenen Details und Reißverschlüssen. Ist echt schön und super weich und bequem. Aber ich glaube, das hier ist fast mein persönliches Highlight. Das hier ist halt so richtig Military, Navy, Hello, Captain, aye, aye, on board. Krass, das ist echt cool. Ich finde halt diese ganzen kleinen Knöpfe, die by the way alle einzeln eingepackt waren, in so Papierfolie, damit die halt nicht kaputt gehen, sind super das schöne Detail und machen das Ganze halt total hochwertig. Der passt auch echt gut und das, obwohl ich sehr breite Schultern habe. Natürlich kann man ihn auch geschlossen tragen und hat halt dann das Ganze noch so ein bisschen figurbetonter. Ich finde halt so macht das eine total schöne Silhouette. Gefällt mir echt geil. Das hier ist halt eine richtig schöne Übergangsjacke, die schon ein bisschen wärmer ist. Aber trotzdem, es kommt drauf an, halt auch wie kälteempfindlich man ist. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass ich die hier definitiv auch noch im Dezember tragen werde. Und das ist halt auch so ein bisschen schicker. Also wenn man vielleicht zu Weihnachten zur Familie fährt oder so und dann halt mit so einer Jacke. Ich finde das schon schick. Dann hat man sich halt so ein bisschen aufgedresst oder so. Nicht, dass das halt so wichtig ist, vor der Familie jetzt einen Eindruck zu machen. Aber manchmal möchte man es halt einfach auch für sich selber. Und das hier finde ich richtig schön. Aber ja, ihr Süßen, das war es dann auch schon mit meinem heutigen Fashion Try-On-Haul in Zusammenarbeit mit Boohoo. Vielen, vielen Dank nochmal Boohoo für die unglaubliche Zusammenarbeit. Es hat mir richtig viel Spaß mit euch gemacht. Und wie immer, Produkte Nagel auf den Kopf getroffen, gefallen mir richtig gut. Falls ich euch nun so ein bisschen angefixt habe, vergesst definitiv nicht, in der Infobox vorbeizuschauen. Ich habe euch Boohoo und den Rabattcode Jolina55 für 55% nochmal in der Infobox aufgeschrieben. Ich hoffe unglaublich, dass euch dieses Video mindestens genauso doll gefallen hat wie das erste. Falls es der Fall ist, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Um auch in Zukunft bei meinen Videos immer mit dabei zu sein, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und das Glöckchen abonniert, um zum Superabonnenten zu werden. Denn nur so werdet ihr über alle kommenden Videos benachrichtigt. Denn vielleicht verpasst ihr sonst genau das Video, was euch am besten gefallen hätte. Macht doch Sinn, oder? Aber ja, meine Süßen, das wäre alles, was ich im heutigen Video zu erzählen habe. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag!